Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder außer Iblis. Er gehörte zu den Dschinn. So frevelte er gegen den Befehl seines Herrn. Wollt ihr euch denn ihn und seine Nachkommenschaft zu Schutzherren anstatt meiner nehmen, wo sie euch doch ein Feind sind? Ein schlimmer Tausch für die Ungerechten. Wie hat Iblis es geschafft, unter den Engeln zu sein, wobei er doch gar nicht zu ihnen gehörte? Wie konnte Iblis Adam a.s. in Jannah verführen zu sündigen? Und wie wurde aus dem Diener Iblis der verfluchte Shaitan? At-Tabari rahimullah, der berühmte Historiker, berichtet uns von einer möglichen Vorgeschichte, wie Iblis zum Shaitan wurde. Er berichtet uns, was er tat, um seinen Standpunkt unter den Engeln einzunehmen. Und wir werden auch verstehen, warum die Engel Allah subhanahu wa ta'ala fragten: Willst du auf der Erde etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, wo wir dich doch lobpreisen und deine Heiligkeit rühmen? Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala die Erde erschaffen hat, widmete er subhanahu wa ta'ala sich der Schöpfung der Dschinn. Sie wurden zu Statthaltern auf Erden gemacht, ebenso wie der Mensch. Die Dschinn wurden aus rauchlosem Feuer erschaffen. Sie haben genauso wie der Mensch einen eigenen Willen bekommen. Manche von ihnen sind gläubig und andere sind es nicht. Die einen handeln rechtschaffen und die anderen übertreten die Grenzen. Es gab unter ihnen ebenso Gemeinschaften und Stämme. Ibn Abbas radiallahu an berichtet uns, dass die Dschinn den Engeln ähnliche Geschöpfe sind, mit dem Unterschied, dass die Engel aus Licht und die Dschinn aus Feuer erschaffen wurden. Den Dschinn wurden ebenso wie den Engeln einige Aufgaben zuteil und sie sind in der Lage, am Himmel zu lauschen. Der Stamm von Iblis war einer der nobelsten Stämme der Dschinn und ihnen wurde eine gewaltige Aufgabe übertragen. Iblis war der Anführer seines Stammes und damit auch der Herrscher über die Erde und den untersten Himmel. Ibn Taymiyyah rahimullah sagte, dass Iblis der Stammvater aller Dschinn ist, genauso wie Adam a.s. der Stammvater der Menschheit ist. Dem Stamm von Iblis wurde außerdem aufgetragen, über das Paradies zu wachen. Während Iblis über das ihm Anvertraute herrschte, begann sich Verwüstung, Gesetzlosigkeit und Blutvergießen unter den Dschinn zu verbreiten. Zu jener Zeit war Iblis noch gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb entsandte Allah subhanahu wa ta'ala eine Armee aus Engeln. Diese Armee wurde von Iblis angeführt. Sie richteten ein Blutbad an und setzten dem Ungehorsam ein Ende. Dies war der Wendepunkt im Leben von Iblis. Nachdem er die Dschinn mit Hilfe der Engel bezwungen hat, empfand er Selbstgefälligkeit. Er war mit sich selbst zufrieden. Er sagte sich: Ich habe das getan, was niemand vor mir getan hat. Ich habe erreicht, was niemand erreicht hat. Aufgrund dieser Gedanken, über allem anderen zu stehen, begann Iblis damit, überheblich gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zu werden. Ibn Mas'ud radiallahu anhu berichtet uns, dass Iblis sich selbst sagte: Allah gab mir all dies nur aufgrund meiner unverwechselbaren Eigenschaften, die mich den Engeln überlegen machen. Der Hochmut von Iblis trat langsam an die Oberfläche. Es wurde so deutlich, dass Iblis letztlich sagte, er selbst sei der Anbetung würdig. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns davon im Koran. Und wer von ihnen sagen sollte: Ich bin Gott neben ihm, dem vergelten wir mit der Hölle, so vergelten wir denen, die Unrecht tun. Dieser eine, der sagte, er sei Gott neben Allah, war Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala wusste wohl, was in Iblis vorging. Als sein Hochmut immer deutlicher wurde, erkannten die Engel dies noch nicht. Doch Allah subhanahu wa ta'ala war sich dessen bewusst. Er subhanahu wa ta'ala sagte zu den Engeln: Ich werde auf der Erde einen Nachfolger einsetzen. Woraufhin die Engel fragten: Willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, wo wir dich doch lobpreisen und deine Heiligkeit rühmen? Doch Allah subhanahu wa ta'ala antwortete ihnen: Ich weiß, was ihr nicht wisst. Die Engel fragten aus Neugier und deshalb, weil sie von den Dschinn bereits wussten, was Geschöpfe mit eigenem Willen auf der Erde anrichten würden. Allah subhanahu wa ta'ala entschied also in seiner Weisheit, einen neuen Statthalter auf Erden zu bestimmen. Iblis dachte, er würde diese Aufgabe bekommen. Immerhin dachte er, er sei besser als alle anderen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Als Allah Adam im Paradies zurechtformte,
ließ er ihn zurück, wie er ihn zurücklassen wollte. Dann streifte Iblis um ihn herum, um zu sehen, was er eigentlich war. Und als er ihn innerlich hohl vorfand, erkannte er, dass er mit der Veranlagung geschaffen worden war, sich nicht beherrschen zu können. Der Groll und Hochmut in Iblis wurde immer größer, bis Allah befahl, werft euch vor Adam nieder. Da warfen sie sich nieder außer Iblis. Er gehörte zu den Dschinn. So frevelte er gegen den Befehl seines Herrn. Allah subhanahu wa ta'ala fragte ihn, was hat dich daran gehindert, dich niederzuwerfen, als ich es dir befohlen habe? Iblis antwortete, ich bin besser als er. Du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn erschufst du aus Lehm. So antwortete Allah subhanahu wa ta'ala ihn, geh fort von ihm. Dir steht es nicht zu, dich darin hochmütig zu verhalten. Du gehörst zu den Erniedrigten. So machte Allah subhanahu wa ta'ala den Hochmut von Iblis offenkundig und er wurde verstoßen. So wurde Iblis von einem Allah anbetenden Diener zu einem, der sich dem direkten Befehl Allahs verweigert hat.